Denn nicht alles, wo sozial draufsteht, ist auch tatsächlich sozial drin. Und das gilt leider umso mehr bei dem sogenannten Sozialticket. Unsozial! Weil alles andere sozial ist, aber dieses Ticket nicht. Und diejenigen, die es beim VRR aufgelegt haben, in einem Pilotprojekt, wollen es im Prinzip jetzt schon beerdigen. Deshalb sind die Regeln so gemacht worden, wie sie jetzt gemacht sind. Der aktuelle Stand in Duisburg und in vielen anderen Städten ist, dass weit weniger als 15% der Anspruchsberechtigten dieses Ticket in Anspruch nehmen. Und im nächsten Jahr werden sie uns erzählen, die Hartz-IV-Parteien, das nimmt doch kein Mensch in Anspruch, das ist doch viel zu teuer, wir machen weiter wie bisher und wir werden weiterhin vom gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt. Das ist doch keine Alternative. Und weil das so ist, haben wir einen eigenständigen Antrag eingebracht in die Ratssitzung und haben gesagt, wir wollen ein 15-Euro-Ticket. Und haben gesagt, eigentlich greift auch dieses 15-Euro-Ticket noch zu kurz. Wer den Verkehrsinfarkt in Nordrhein-Westfalen wunderbar auf Sonntagsreden beschreibt, der weiß, dass kein Mensch mehr die Straßen benutzen kann, weil sie verstopft sind, der weiß, es kann doch nur ein Nulltarifperspektive für den Nahverkehr geben. Und warum fangen wir da nicht zunächst einmal bei denen an, die es am nötigsten haben? Nun erleben wir ja alltäglich, dass gesagt wird, es sei kein Geld da. Das ist ja interessant. Ich kann euch hier in Duisburg eine Reihe von Ecken zeigen, wo Geld da ist. Nicht weit von hier entfernt, wenn das Haus da nicht mehr, können wir drüber gucken. Da liegt so ein Baudenkmal für 30 Millionen Euro. Mit dem Geld hätten wir zum Nulltarif fahren können, 5 Jahre lang, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich ist genug Geld da. Und der öffentliche Personennahverkehr hat immer schon Fahrpreise genommen, die einen politischen Preis darstellten. Und es sind gerade diejenigen, die Konzerne, beispielsweise die Deutsche Post AG, die Jobtickets haben, die weit unter euren Preisen liegen für die 30 Euro. Das ist doch alles andere als gerecht und schon gar nicht sozial. Und nun lasst mich abschließend auf 2, 3 Punkte hinweisen, die ich für besonders wichtig halte. Lasst nicht zu, dass wir auseinander dividiert werden. Die Kultur nicht gegen die Hartz-IV-Empfänger, die Rentner nicht gegen die Niedriglöhner, denn das ist genau ihr Spiel, was sie betreiben. Sie wollen einen gegen den anderen ausspielen. Und wir alle brauchen gemeinsam eine Umverteilung von oben nach unten und eine gerechte Gesellschaft. Dafür zu streiten lohnt sich. Und dass wir überhaupt über ein solches Ticket jetzt reden können und dass es Gesprächsgegenstand ist, das ist nicht zuletzt dem Druck der Straße, aber auch der Linken zu verdanken. Deshalb lasst nicht nach, gebt weiter. Wir werden noch viele Demonstrationen brauchen und viele dicke Bretter drehen. Aber die Hartz-IV-Parteien werden wir am Ende zwingen. Das Sozialticket wird kommen. Es lohnt sich, dafür zu ringen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Thomas Keuer, für diese sicherlich kämpferische Rede.